Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car-Mechanik Simulator 2018. Und zwar sind wir hier immer noch an dem ersten Auftrag, den wir machen, und zwar diesen gefakten VW Golf. Und wir müssen jetzt noch den letzten Reifen aufmontieren und dann haben wir noch ein anderes Problem. Und dann können wir vielleicht noch in dieser Folge einen nächsten Auftrag anfangen. Einmal in den Montagemodus. Und die letzte drauf. Okay, gut. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal in den Auftragsdetails. Jetzt haben wir hier schon alles grün. Jetzt haben wir nur noch den Kraftstofffilter. Und dazu müssen wir mal wieder runterlassen. Weil ich denke mal, der Kraftstofffilter sitzt im Motorraum. Oder sitzt hier drunter irgendwo? Auspuff. Nee, das ist alles nur Auspuff. Sitzt der da irgendwo, wo man hinkommt? Nee. Dann tun wir das mal runterlassen hier. So, sehr gut. Motorhaube ist ja sowieso noch offen. Den Luftfilter haben wir ja hier schon in der ersten Folge ausgewechselt. Und jetzt brauchen wir da Bremspumpe, nein, Motor. Kühlung, Aufhängung. Nichts mehr. Wahrscheinlich ist die direkt im Motor drin. Einfach mal schauen. Motorblock, Lichtmaschine, Keilriemen, das ist das. Da ist die Batterie natürlich. Der Luftfilter, Servolenkung, der Sonnenpumpe, ABS, Pumpe, Bremskraft, Kraftstofffilter, das war doch das, oder? Kraftstofffilter, genau. Einmal ausbauen, 6% hat er noch. Und dann müssen wir einmal bei unserem Computer einen neuen kaufen. Nicht im Reifenshop, sondern im allgemeinen Shop. Und dann einfach mal Kraft. Und da kommt das neue Kraftstofffilter. Da brauchen wir ein Stück. Und den setzen wir jetzt in das Auto ein. So, das war ja hier hinten irgendwo. Gehen wir mal wieder in den Montagemodus. Da. Genau. Und einen neuen eingesetzt. Sehr gut, dann können wir mal die Motorhaube schließen. Schauen wir mal ganz kurz hin. Und dann ist alles soweit. Dann müssen wir es noch ganz runterfahren. Nee, überfallen. So. Läuft es gerade an meinen Augen. Nee. Wieder hoch. Vielleicht hier drauf. Ja. Okay. Ah, wenn ich lang drauf drück, dann daraus. Und dann können wir hier mit Auto bewegen, Eingang Shop A, und dann steht es wieder da hinten, das gewartete Auto, leider von außen immer noch nicht gewartet, aber das ist ja egal. Und dann schließen wir den Auftrag ab. Das müssen wir, indem wir auf das Auto klicken. Scheint geht's noch nicht. Ah, Öl wechseln sollen wir noch. Okay, dann müssen wir noch einmal die Motorhaube öffnen. Ölwechsel macht man auch. Mal aufmachen. Tu das jetzt einfüllen.
Haben wir das jetzt gemacht? Nee. Altes Öl ablassen müssen wir davor erst. Wie machen wir das? Zylinderkopf. Werkzeuge. Ne, sind alle gesperrt dafür. Messstab. Okay. Wir müssen es halt irgendwie ablassen. Vielleicht müssen wir es da doch noch mal auf die Hebebühne tun. Aber ich glaube nicht. Der Anlasser. Tun wir es nochmal auf die Hebebühne kurz. Weil eigentlich muss man das dann wahrscheinlich von unten ablassen. So. Können wir das hier unten irgendwo ablassen? Ölwanne. Da ist der Ölfilm. Haben wir es jetzt dadurch, dass wir gerade okay geklickt haben? Nee. Was mal wieder montieren. Okay. Jetzt fahren wir es nochmal runter, tun wir mal Öl rein. Die Autos sind von außen echt immer richtig schlecht im Zustand. Jetzt gehen wir nochmal hier hin. Ein neues Öl rein. Ich glaube, das reicht schon, oder? Mal. Bis jetzt. Immer noch nicht. Jetzt fahren wir noch mal kurz hoch. Wie lässt man denn das Öl ab? Fahren wir mal das Auto hoch. Da stand ja irgendwas. Wir wurden Moment. Die Reinigung hat gar nicht $100 abgezogen.
Motorheber. Kann man denn was reinigen lassen? Wasserzähllager. Gibt's halt auch gar keine Hilfe oder sowas. Kann ich das auch? Ölfilter. Müssen wir jetzt natürlich auch noch mal Öl reintun. Das hört wahrscheinlich von selber auf. Ne. Okay. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Wir können es auch nicht beenden. Ja gut, das war's jetzt mit der Folge. Ich setze mich damit nochmal auseinander und ich würde sagen, wenn ihr mir noch kein Abo dagelassen habt, könnt ihr es natürlich gerne noch machen, um kein weiteres Video zu verpassen. Sonst lasst mir natürlich gerne nach Daumen nach oben da. Genau, und dann würde ich sagen, seid kreativ, bleibt gesund und ciao.